Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 hier auf der Elm Creek. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich habe bereits den Flug abgehangen und werde jetzt eben schnell die Seemaschine anhängen, weil wir wollen ja ein bisschen Dings hier machen. Sehen heißt das Stichwort. Und dafür fahre ich mal hier eben ran. So. Wunderbar. Genau, wir wollen nämlich ein bisschen drillen. Und zwar müssen wir gleich mal gucken, genau was wir denn Feines drillen können. Oh, bleibt bitte zu. Wunderbar. Ja, wenn dir das Ganze gefällt, lass mir lieben gern auch gerne ein Däumchen da. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ne, das ist flüssig, das brauchen wir ja nicht. Gut, dann würde ich sagen, einmal aus der Außenansicht und dann schauen wir mal, dass wir hier gedrillt bekommen. Denn das ist immer noch so ein ganz kleiner Knackpunkt, den wir ja haben. Denn eigentlich will ich gerne dieses, zumindest dieses Feld, würde ich ganz gerne dafür haben wollen, um Sachen, ja, sag ich mal, unseren Hof auch zu erweitern. Ne? Das ist ja ganz klar. So, lassen wir das an, lassen wir das an. Automatisch, das nicht. An. Das ist eine Spur. Das hier eigentlich machen. Geht nicht. Ja, Punkt A setzen. Aber zudem müssen wir auch erstmal schauen, was wir hier ansehen dürfen. Und zwar ist es nur noch Gersten und Weizen. Ich meine, hier unten hätte ich irgendwo Weizen gehabt. Genau, deswegen wollten wir ja auf die Gerste gehen. Das ändere ich auch mal. Gerste ist eingeloggt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, setzen wir einen Punkt A. Aktivieren den noch. Und dann fangen wir hier zumindest schon mal an zu drillen. Setze ich hier Punkt B. Ja, das funktioniert ja wunderbar. Hallo? Ich würde ganz gerne eigentlich nicht nochmal Punkt A setzen und dann setzen wir gleich nochmal den Punkt B. Fahren mal ein bisschen weiter, weil ansonsten, glaube ich, bringt es auch nicht so wirklich viel. Ich weiß, dass wir natürlich die Steine noch drin haben, die lasse ich aber auch, weil wir haben aktuell halt auch einfach kein Geld für was Neues, deswegen nützt das ja alles nichts. Wir werden auch beide Felder mit dem gleichen pflanzen. Deswegen fahren wir einfach gerade rüber. Somit haben wir uns echt viel Zeit am Ende auch gespart. Bin ich mal gespannt, wie weit wir hier kommen. Sieht aber eigentlich ja recht gut aus. Jetzt nur nicht, was diese dunkle Textur da jetzt noch soll. Mal weiter. Die da auch, ja. Warte mal. Was soll das bedeuten jetzt hier? Ist doch aber gesät, ne? Startbett ist vorbereitet, wunderbar. Ah, da ist noch Unkraut oder was? Ne, Steine sind da. Okay. Okay. Aber mindestens ist das, muss gewalzt werden. Ah, okay. Das ist ja was anderes. Dann walzen wir das halt danach noch, ne? Ich meine, das können wir ja auch theoretisch noch machen. Aber jetzt lassen wir das hier erstmal so und dann schauen wir mal. Irgendwie werden wir das ja schon hinkriegen. Mir ist natürlich auch bewusst, dass ich die Steine auf dem Feld habe. Ja, ich weiß. Einfach, weil das Problem ist,
dass ich aktuell halt im Minus bin, wie ihr seht. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Chance, irgendwie gerade irgendwas zu kaufen, zu machen, zu tun. Deswegen, ja, ein bisschen ärgerlich, aber nützt halt aktuell nichts. Müssen wir durch. Und deswegen, kann ich die auch gerade aktuell nicht sammeln, weil das wäre cool. Weil ich hätte dann nämlich so eine platzierbaren Mod habe ich gefunden, der nämlich aus Steinen Kalk herstellt. Das wäre halt richtig cool für unseren Hof. Ne, wenn man dann sowieso Steine hat, dann kann man die ganz einfach zu Kalk verarbeiten. Das fände ich richtig cool. Aber leider aktuell halt nicht, ne? Leider aktuell halt nicht. Ist halt nicht sonderlich drin aktuell, aber was willst du machen? Was wir natürlich machen könnten, fällt mir gerade mal so ein, ist, wir haben ja 5.000 oder 10.000 zurückgezahlt vom Kredit, ne? Das heißt, das könnten wir uns eigentlich könnten wir uns das, sage ich mal, kurzzeitigerweise nochmal ausborgen. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich weiß auch nicht, was die Linien da in der Mitte sollen. Sind auch nur auf dem Feld hier. Keine Ahnung. So. Sehen wir hier mal weiter. Weil dann können wir nämlich das beide Felder einfach in einem durch machen. Na, das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Dann sollte das hoffentlich funktionieren. Dann passt das. So. Dann haben wir gleich auch schon beide Felder angepflanzt. Dann können wir uns um den Rest Gedanken machen. Einmal rum. Ey Leute, übrigens, wir haben fast unser Ziel, was ich mir erstmal wieder so gesetzt habe, haben wir fast geschafft, ne? Und dafür auch, ich hoffe, dass wir es vielleicht noch dieses Jahr knacken. Das wäre unglaublich geil. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Es fehlt nicht mehr ganz so viel, aber ein bisschen was fehlt noch, ne? Aber ich denke, das ist trotzdem in dem machbaren Bereich und das wäre ultra cool, wenn ihr die Videos halt bis zum Ende schaut, ne? Wenn ihr da Bock drauf habt. Das wird auf jeden Fall mir unglaublich viel weiterhelfen. Genau, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn wir da an dem Punkt irgendwie wieder hinkommen würden. Deswegen gerne bis zum Ende schauen und auch mal einen Kommentar da lassen, Freunde. Und auch einfach mal einen Kommentar da lassen. Das wäre auch vielleicht mal ganz, ganz cool. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so, dann schreibt das gerne rein. Oder kommt halt auch gerne einfach auch in den Community-Discord. Ne? Dafür ist er da. Da habe ich auch übrigens, kurze Sache am Rande, da habe ich auch gerade den Link geupdatet für die ETS-Company. Also für die Spedition, die virtuelle. Für den ETS habe ich da auch nochmal geupdatet, sodass ihr da ja dann auch entspannt dran teilnehmen könnt, ne? So, erstmal hier schön Gerste drillen. War doch Gerste, ne? Oder? Boah, ich glaube schon. Was drillen wir denn hier? Gerste. Das sag ich doch. So, jetzt ist natürlich hier die Frage. Kann natürlich hier auch reingehen in die Dings. Den Kurs. Ab. Dann haben wir das. So, und dann würde ich sagen, gehen wir einmal kurz zum Händler. Beziehungsweise, nee, zum Kreditgeber. Und schauen mal, ob wir da irgendwie was hinbekommen.
Das wäre auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Eigentlich wäre es halt ultra cool, wenn wir die Steine hier noch wegsammeln könnten. Und es wäre auf jeden Fall auch noch cool, wenn wir, wenn wir eine Walze kriegen würden. So. Das mal so am Rande erwähnt. Oh, zack. Es kann aus. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Jetzt fahren wir erstmal. Perfekt. Fahren wir erstmal nach Hause. Und zwar fahre ich lang. Wo hatte ich denn die Seemaschine? Hier im, oh, hier im zweiten. Hier hatten wir die mal drin, meine ich. So. Okay, so, dann schauen wir uns das mal ganz kurz an. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Leihen kann ich mir nichts mehr. Okay, perfekt. Dann hat sich das ja eigentlich alles gegessen. Verdammte Axt, ey. Was machen wir denn hier, ey? Was machen wir denn? Was haben wir hier? Hier haben wir Zuckerrüben, ne? Zuckerrüben. 300. Hier, bei... Goldcrest Valley. Ist das? Stimmt. Wussten. Ach, Goldcrest Valley ist mit dem Zug. Okay. Dann würde ich das aber direkt hier hinbringen. Da ist der Zug schon. Dann lass uns das lieber hier, Getreidelager Ost. Und da ist er auch Goldcrest Valley. Dann lass uns das lieber hier hinfahren. Dann fahren wir nämlich nur die Straße runter, die nächste wieder rein. Oder die letzte können wir auch reinfahren. Lass uns das so lieber machen. Dann hauen wir das eben weg. Einfach erstmal, um schnell aus den Miesen zu kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre ja tatsächlich ganz sinnvoll und ganz wichtig. Deswegen machen wir das mal eben. Anhänger ist dran, wunderbar. Weil es wäre natürlich cool, wenn wir uns natürlich auch eine... Oh Gott. Sorry, Leute. Das war mal ein bisschen dicht dran. Ja, da muss ich mir irgendwie mal was Neues einfallen lassen, weil das schockt irgendwie nicht, ne? Aber naja. So. Glück gehabt, wunderbar. So. Fahren wir jetzt hier gleich rechts rein. Dann müssen wir halt auch den Zug einfach wieder mieten, ne? Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren, weil wir gar kein Geld haben. Aber wir testen das mal aus, ob das geht oder ob das nicht geht. So, hier erstmal rein. Dann fahren wir bis runter. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Ach, meine hier Dead Zones sind schon wieder nicht übernommen worden, weil ich die Dings auf Schreib geschützt hatte wahrscheinlich. Muss ich denn hier hin? Hier doch irgendwo, oder nicht? Hier ist doch der... Da müsste ich rein, aber hier irgendwo rum. Ich will mal vom Bahnübergang drehen, wunderbar. Passt. So, da will ich hin. Oh! Nee, da will ich. So will ich da nicht hin. So will ich da nicht hin. Oh, hallo. Ich mach das mal folgendermaßen. Das mal ein Stückchen darüber. Dann habe ich hier vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit und stoß nicht die ganze Zeit gegen das Mic. Das schockt ja dann auch nicht für euch. So. Kippen wir mal ab. So, den Punkt, den können wir auch wieder löschen. Der nervt ja auch nur. So.
So. Und jetzt gehen wir mal da zu der Bahn. Der Trigger ist da hinten, glaube ich, gewesen. Am Häuschen. Mal gespannt, ob das funktioniert, ne? Uhuhu. So, hier. Doch mieten. So kommt, okay. Scheint zu klappen. Ah, ich will ja auch was verkaufen, ne? Deswegen ist es halt auch sinnvoll, wenn das funktioniert. So, eigentlich muss der Zug ja von der Seite hier kommen, weil der fährt ja immer von hier rückwärts darüber, um dann vorwärts wieder hier hinfahren zu können, ne? So, 2,7 Kilometer. Dann muss er ja eigentlich gleich kommen. 10,1. Es kommt der Wetten von der anderen Seite. Ich sehe schon kommen, Leute. Ja, fahr doch weiter. Schnell, bevor die Bahn nämlich kommt. Die kommt nämlich in 9 Kilometern. Noch sehe ich keinen Zug, ne? Noch sehe ich hier keinen. So. 9 Kilometer noch. Uah. Sieh zu. Schneller. Schneller. Ich glaube, das bringt doch nichts, wenn wir hier vorspulen, oder? Kommt die Bahn dann schneller? Nee. Erstmal wieder auf 3. Oh, ey. Bis die Bahn da ist, bin ich auch wieder nach Hause gefahren, Leute. Aber ich warte einfach nur, um die Zeit, ne, dass wir die Zeit nicht verschwenden. Deswegen warte ich eigentlich nur. Alter Schwede. Noch 8 Kilometer. Ja, moin. Das wird also wieder eine kleine XXL-Folge, Freunde. Ich sehe das schon kommen. Aber macht ja nichts. Ne? Ist auch in Ordnung. 8 Kilometer, ey. Von wo muss sie denn gleich ganz anreisen? Ah, da, guck mal. Jetzt kommt sie von der anderen Seite. Guckt sie euch an. Da hinten kommt sie. Glaube ich. Da. Oh Gott. Warte, nochmal probieren. Da kommt sie. Die Bahn kühlt. Oh Gott. Ah. Na gut, ich stehe nicht auf dem Bahnübergang. Ja, du kannst auch eigentlich da so anhalten, sodass ich da gleich laden kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, zurückfahren. Ey, das gibt's doch nicht. Rückwärts. Rückwärts. Aber ich möchte ja hier drüben reinballern. So, nee, nicht Weizen, nicht Gerste, sondern nein. Da. Wasser ist ja mickrig, aber besser als nichts, ne? Besser als nichts. Ja, möchte ich verkaufen. Wow. So, der Zug ist auch wieder zurückgegeben, ne? Wunderbar. Zug für. Achso, habe ich für 53 gedingset gekauft. Gut, dann haben wir zumindest schon mal nicht minus 1000, sondern nur noch minus 300. Das ist ja schon mal, sag ich mal, akzeptabler. Das ist ja schon mal ein bisschen akzeptabler. So. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich würde sagen, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein für die heutige Folge. Wenn du Bock hast und wissen willst, wie es weitergeht, dann schalte auch gerne morgen wieder ein, wenn es weitergeht, pünktlich 18 Uhr. Ja, denkt natürlich auch dran, das Däumchen da zu lassen. Das wäre übrigens sehr cool. Und schreibt auch gerne mal einen Kommentar. Lasst mal einen Kommentar da. Das wäre natürlich auch super. Ja, in diesem Sinne würde ich aber sagen, haben wir es geschafft. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Dann werden wir mal gucken, was wir noch verkaufen können, um die 300 noch wegzubekommen. Weil das wäre ja schon recht wichtig. Damit wir vielleicht da irgendwie auch die Walze und das noch bekommen. Ja, in diesem Sinne würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Dabeisein, macht es gut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin,
Haut rein. Ciao, ciao.